So, hier sind wir in einem neuen Gebiet, den Friedhof oder den Gedächtnispark. Hier soll der alte Seebär was vergraben haben. Der ist nicht schlecht, ne? Hier können wir nicht rein. Schade. Also nur Dekorationen. Hier ist eine Axtstatue. Buddeln wir mal. Wir haben was gefunden. Ein Silberschlüssel. Wow. Obsidian Großaxt. Die ist nochmal 38 stärker als unsere jetzige Waffe. Hat keine Verstärkung drauf. Ist schwer. Okay. Also wir haben halt eine Waffe gefunden. Ne? Auch eigentlich eine recht gute Waffe. So kann man sie schon nennen. Ich weiß aber nicht, ob wir mit der kämpfen werden, weil die ist halt schwer. Ich mag halt keine schweren Waffen. Ich mag halt richtig abgehen, ja. Wir machen hier noch so ein bisschen Grabschändung. Ich weiß, das darf man nicht, ne? Aber wir sind ja böse, ne? Wir dürfen das. Ich weiß gar nicht, ob es böse Punkte gibt, wenn wir das machen. Gesundheitstrank. Nö, gibt's gar nichts. Ist dem Spiel egal. Hier kann man auch noch buddeln. Goldgelbe Möhre. Es gibt irgendwie auch Lebensmittel, glaube ich sogar, zu wissen. Ne? Wenn man die isst, dann wird es mit einmal Tag oder auch Nacht. Es gibt so nur Mondfische, die kann man sich angeln. Wenn man die halt isst, dann wird es komplett Nacht. Und ich glaube, die goldgelbe Möhre, die war dafür da, um die Nacht zum Tag zu machen. Glaube ich. Können wir irgendwann mal ausprobieren. Ich glaube, die erzielt aber auch beim Händler einen großen Verkaufswert. Müssen wir mal schauen. Let's take a look. Nein. Immer noch nicht. So, da war die mit dem Pilz, da war der Hühnertypi. Ja, dann sind wir eigentlich schon durch mit den Quests hier in Oakvale. In Oakvale. So, ach guck mal, hier die Läden sehen wir sogar auf. Sieht man sogar auf der Karte so. Gott. Jo, hier können wir handeln. Der Typ hat aber nur normale Ausrüstung und leuchtende Ausrüstung. Er hat halt nichts Dunkles. Sieht man zum Beispiel hier. Kettenpanzerhelm und der glänzende Kettenpanzerhelm. Also sind schon schöne Sachen, aber dunkel sehen die halt auch schön aus. Stimmt, Willenskraft, Obergewand, also es gibt halt wirklich so viele coole Klamotten. Nee, um Gottes Willen, wir kaufen hier nichts. Nein, wenn, dann klauen wir. Irgendwann klauen wir uns noch hier zu Tode, oder? Das könnt ihr mir glauben. So, hier können wir handeln, hier können wir normales kaufen. Ich hoffe, hier kriegen wir auch eine Angel. Weil so wie es scheint, müssen wir uns eine Angel noch kaufen. Sonst können wir halt einfach nicht angeln. Da, Angelroute. 31 Angelrouten hat er. Alter, eine reicht mir. Spaten haben wir. Jo, dann war's das. Ich werde vielleicht nochmal 3 Tränke holen. Ich glaube, die können wir gebrauchen. Es gibt mehr und mehr Räuber heutigen Tags. Und dann werden wir jetzt die Quest hier mal angehen. Ja, mach mal, was du denkst und für richtig hältst. Wir gehen jetzt zu Zwillingsklingslager. Alter, ist das ein Wort? So, die alte ist weg. Die ist jetzt shoppen. Wir gehen zur Felsenspitze. Felsenspitzenküste, was stand da gerade? Weiß ich nicht. Clifftop Path. Yeah. Das ist eigentlich auch eine schöne Quest. Ja, man, doch, ist wirklich cool. Ich jetzt so darüber nachdenke. An den Räubern vorbei in ihr Lager schleichen. Ja, das noch nachlädt. Schlägt er Alarm. Schließt das Tor. Na, das ist jetzt. Fall müsst ihr euch verstecken, bis die Tore wieder geöffnet werden.
Ist jetzt nicht so leicht, aber das kriegen wir hin. Dann müssen wir natürlich schleichen. Aber wir machen ja natürlich auch Geräusche, ne? Wir müssen auch beobachten, wo die Leute hinlatschen. Ablenken können wir nicht oder irgendwie pfeifen. Der sieht uns doch gar nicht. Das Auge ist immer noch offen. Jetzt müssen wir runden. Okay. Haben wir den einen schon mal geschafft, wollte ich gerade sagen. Okay, dann haben wir jetzt verkackt. Eindringlinge, schließ das Tor! Ja, ist ja gut geschehen. Ach, wir metzeln die jetzt halt alle tot und dann läuft es. Alter, wir sind so unmenschlich stark. Ist ja gar nicht. Na gut, wir haben es auf die Schleichtour probiert, haben wir aber nicht hinbekommen. Jetzt müssen wir es auf die Ausrasttour probieren. Wir haben jetzt unter der Karte so eine Anzeige, so eine Sanduhr, die füllt sich und dann wird in der Zeit, also nach dieser Zeit dann Schulter-Tätowierung, okay. Ja, nach der Zeit wird dann das Tor wieder geöffnet. Verdammt, wo sind die Wächter? Schafft mehr Männer her! Ah, okay. Gucken, ob wir das jetzt so hinbekommen. Müssen wir uns ja einfach vorbeischleichen. 1, 2, gut, die gehen weg. Gucken, wo die Nummer 3 hingeht. Kann sein, dass wir jetzt hier an einer blöden Position stehen. Die Nummer 3 bewegt sich. Sie kommt auf uns zu. Wir sehen sie nicht. Ich hoffe, der Typ sieht uns nicht. Okay. Ja, natürlich, ey. Eindringlinge, schließ das Tor! Warum hat der Typ uns jetzt gesehen, ey? Na komm. Ich werde mich einfach jetzt woanders hier verstecken. Ich werde gleich hier hingehen. Ach guck mal, wir kommen hier gar nicht vorbei. Das ist schade, dass wir uns jetzt hier nicht verstecken können. Öffnet die Tore noch nicht. Okay, gut, jetzt haben wir verkackt, alles klar, weil wir gesehen wurden. Macht Sinn. Da sollen wir uns jetzt verstecken, weil hier war jetzt nicht so geil. Hier steht dann der Typ. Die anderen laufen hier vorbei. Vielleicht kann ich mich hier verstecken. Vielleicht klappt es. Müssen wir aber nochmal warten, bis man abfüllt. Heilt ein bisschen unsere Energie. Wir müssen auch aufpassen, wenn wir jetzt nach rechts drücken. Das seht ihr jetzt nicht, weil die Kamera davor ist. Mein hübsches Gesicht. Dann haben wir so eine Auswahl. Verdammt, wo sind die Also Wächter? mit rechts drücken meine ich Schafft mehr das Männer her! Steuerkreuz nach rechts drücken. Ist übrigens links, nicht rechts. Aber könnt ihr ja nicht wissen. Ihr seht es ja nicht. Oh. Da ist jetzt ein Blaubeerkuchen. Und ich weiß nicht, ob der dick macht oder nicht. Also wir müssen ja echt überlegen, auch was wir hier essen, was uns dann heilt. Na, mal gucken. So, die können wir jetzt ausweichen. Das ist gut. Wir sehen uns nicht, laufen einfach an uns vorbei. Und der andere, der jetzt hier ankommt. Da müssen wir echt gucken, wo wir uns hier hinstellen, ob dieser Baum reicht, um sich dann an ihnen vorbeizuschleichen. Eindringlinge, schließ das Tor! Wie hat der Typ uns denn gefunden? Hinter mir, Alter. Ich habe den gar nicht bemerkt hinter mir. Ah, es tut weh.
Oh, es ist ätzend, ey. Jetzt kommen wir nicht weiter, oder was? Ah, wo soll ich mich denn verstecken, Mann? Wo soll ich mich denn verstecken? Ich verstecke mich einfach mal hier drin. Kann ich hier rüber? Hier rüberspringen kann er nicht. Schade. Verdammt, wo sind die Wächter? Schafft mehr Männer her! Ach, herrlich. Ja, da bin ich so ein bisschen an Zelda. Ocarina of Time, wo man da im Schlossgarten auch sich an den Wachen vorbeischleichen muss. Einzige Problem ist, das ist leichter. Das hier ist schwieriger. So, mal gucken. Wir wissen halt auch gar nicht, wo lang die Wachen laufen. Müssen wir so ein bisschen beobachten. Ja, genau. Und er kommt jetzt wieder hier rein. Was ist denn das für eine Scheiße? Eindringlinge, schließ das Tor! Wo soll ich mich denn verstecken, Mann? Ihr seht mich immer hier oder was? Oh Gott, müssen die alle tot sein, ey. Und wann kann da gar keiner mehr rauskommen? Mann, ey, wo soll ich mich denn verstecken? Jetzt mal ehrlich. Hier werde ich gesehen. Ich werde überall gesehen. Egal, wo ich mich verstecke. Keine Ahnung, ey. Probier es einfach hier, stelle mich in der Schleichposition und bewege mich auf keinen Fall. Ich warte hier einfach. Mal gucken. Verdammt, wo sind die Wächter? Schafft mehr Männer her! Mal gucken. Nichts machen, nicht bewegen. Ich tue nichts. So, die zwei sind schon mal weg. Problem ist der eine hier. Ich muss da irgendwie schnell probieren, an ihm vorbeizurennen. Nicht mal zu schleichen, sondern einfach zu rennen. Und wenn er sich umdreht, er muss ja irgendwie einen gewissen Weg zurücklegen zu uns hin. Oh, ist okay. Er hat uns zwar bemerkt wahrscheinlich, aber er war zu lahmarschig. So, wir haben es geschafft, wir sind weiter. Ich trinke mal was. Ich habe eine neue Funktion. Seht selbst. Da bin ich wieder. Und ich habe nichts geschnitten. Hast du gehört, was Byrne passiert ist? Was hat der Idiot jetzt wieder angestellt? Er hat bei einem Überfall seine Mütze verloren. Hat eine ganze Woche gedauert, bis er wieder ins Lager konnte. Tja, heutigen Tags lassen wir ihn ohne volle Kluft nicht mehr rein. Okay. Zwillingskling ist zurzeit auch reichlich nervös. Ich weiß nicht, was in ihm gefahren ist. Die haben krasse Waffen. Hey, wer ist das? Ich bin ein neuer Bandit, Mann. Alter. Willst du mich verarschen? Leben ganz schön lange, die Typen. Dabei mache ich doch mit euch gemeinsame Sachen und ihr hasst mich so sehr. Was habe ich denn getan, ey? Da muss man gleich hinterher springen, ey. Der Dicke da, das ist so der Anführer quasi. Mann, jetzt geh mich auf die Eier, Alter. Die blocken mir echt zu viel ab, die Typen. Muss ich mich mal ganz eben kurz heilen. Mann, ey. Ich bin halt nicht so der Typ, der gerne abblockt. Immer schön drauf zimmern.
Der steht aber auch immer gleich auf, ne? Also man kann ihn nicht mit so einem Todesstoß töten. Gut, hier haben wir die erste Kiste. Was haben wir hier? Hier haben wir wunderschöne Sachen, und zwar Römerstiefel. Die können wir uns auch gleich anziehen. Ah, da. Okay. Okay, ich dachte, da kann man hier nochmal einen Todesstoß geben. Na gut, die halten jetzt alle hier nicht so viel aus. Alter. Ja, so einstecken tun wir noch nicht so viel. Das ist eigentlich schade. Wir brauchen echt eine gute Rüstung. Das ist Mist, was wir hier anhaben. Aber wir verdienen auch noch nicht so viel Geld. Jetzt haben wir schon Räuberklamotte an. Ja, Sinn ist es, sich hier jetzt einfach voranzukämpfen. So Checkpoint-artig, sage ich mal. Und dann kriegen wir halt immer ein paar Quests, nicht Quests, Kisten kriegen wir dann. Und... Okay. Ja, und da kriegen wir dann halt... Mann. Und da kriegen wir dann halt ein paar Truhen und da sind wir dann halt der Rüstung immer näher und kommen dann halt so ins Lager rein. Ihr werdet langsam offensichtlich recht vertraut mit Kampfmultiplikatoren. Echt, findest du? Findest du das, alter Mann? Er ist quasi so die Navi im Spiel, ne? Aber das hatte ich ja schon mal erwähnt gehabt. Räuberhose. Jetzt wird uns nur das Oberteil. Nee, Quatsch, der Kopftuch. Ein Kopftuch. Echt noch eine Kiste? Nee, die Handschuhe, glaube ich, noch. Die sehen uns noch nicht. Auch nicht schlecht. Kümmern wir uns erstmal um die. Ja, schön viel Erfahrung. Es tut so weh. Aua. Hey, je öfter wir halt angreifen können hintereinander, ihr seht, da ist eine 12 jetzt, mit so Schwerter, die angekreuzt sind, also übereinander gekreuzt, desto mehr Schaden machen wir halt. Wenn wir dann unterbrochen werden in unserer Kombo-Szene, sinkt diese Zahl, wir machen halt weniger Schaden. Ne? Jetzt müssten wir komplett haben, die Räuberklamotte. Oder wir kriegen wirklich noch Handschuhe, das weiß ich nicht genau. Müssen wir mal gucken. Ich sag auch ziemlich oft, das weiß ich nicht genau, aber es ist halt einfach so, ich weiß es nicht genau. Ich weiß es doch einfach nicht. Ich weiß es doch einfach nicht. Ja, okay, gut. Also wir kriegen halt alles, ne? So, jetzt sind wir komplett Räuber. Jetzt dürften die uns eigentlich nichts mehr anhaben, aber ich glaube, die tun uns halt noch was. Hallo, ich bin einer von euch. Wie geht's dir? Ah. Greifen uns halt einfach an. Du lass mich mehr in Ruhe. Zack. Also man kommt auch ohne Ablocken voran. Tofu, ey, lass mich nicht alles finden. Den Mist. Gar nicht. Lügen darf man nicht sagen. Noch mal ein bisschen mit Mana kämpfen, ne? Bringt zwar nichts, ist halt mega schwach, aber was will man da jetzt machen? Ah, wir haben es geschafft, die haben ihn getötet. Niedrigem Stand, passt auf. Warum denn? Warum muss ich denn aufpassen? Ist doch nicht so wichtig. Jetzt kriegen wir hier noch Lebenstrank oder sowas.
Wiederbelebungsfiole, wir haben jetzt schon 9 Stück. Und eine Tür. Was gibt's, Tür? Was? Oh, seid ihr doch keiner von denen, oder? Meine Augen sind auch nicht mehr, was sie mal waren. So ein bisschen verzögert hat er jetzt gerade gesprochen, ne? Einer war ein edler Ritter. Deine Rüstung glänzte gar herrlich, ja. Rüstung böser Magier. Böser Magier, der letzte. Nein, Schurke. Wo ist der edle Ritter? Der edle Ritter, das heißt, wir brauchen hier die glänzende Kettenpanzerrüstung, um dass die Türe aufgeht. Zwillingsklings Lager. So, wir sind endlich angekommen im Lager. Wir haben die Klamotten vom Banditen an, das heißt, wir kommen auch rein. Das ist kein Problemo. Wir dürfen jetzt halt nur nicht auffallen. Ne? Wir müssen jetzt so bedenken, die Räuber sind jetzt unsere Freunde. Und dort haben wir keine Feinde. So, Schwert, weg. I speak with you. Hallöchen, hübsche Räuberkluft. Der hat denn da für einen Schädel auf dem Kopf? Das hier ist Zwillingsklings Lager. Jo. Wenn ihr drin seid, dann für immer. Okay. Ihr könnt euch umziehen, wenn ihr drin seid. Jo. Da kommt noch einer, Joe. Mach das Tor auf. Warum denn umziehen? Ich hab doch schon was an. Was meinte er damit? Was meinte er damit? Hey Joe! Joe hat das Tor aufgemacht. Sehr schön. Hey Leute, alles klar bei euch? Wie geht's euch? Ich bin böse. So, hier gibt es natürlich auch ein paar Händler, ne? Heißt, die verkaufen coole Sachen. Und zwar die dunklen Sachen. Den dunklen Kettenpanzerhelm. Also alles die dunkle Variante. Dunkle Kettenpanzerhelm. Das ist halt alles zu teuer, können wir uns einfach nicht leisten. Da müssen wir noch ein bisschen sparen. Fechterhandschuhe. Ja gut, wir können uns die dunklen Kettenpanzer-Fechthandschuhe holen. Wow. Dann können wir uns vielleicht ein bisschen die Rüstung anheben und die dunkle Plattenstiefel. Das ist die letzte Rüstung. Ja, das ist halt alles so teuer. Die können wir uns eigentlich holen, die dunklen Kettenpanzerstiefel. Dann haben wir schon mal neue Klamotten. Vielleicht reicht es auch für die Handschuhe. Aber wir warten erstmal. Bevor ich mir jetzt hier irgendwas kaufe. Entspannen wir uns lieber mal. Ja, der hat hier einfach nur ein paar Waffen. Es kann ja noch stärker sein als unsere Waffe, die wir jetzt schon haben. Oh. Na gut, aber das sind ja auch schwere Waffen, ne? Ja, also ich denke mal, wir sind immer noch ganz gut dabei. Ja, das sind ja alles jetzt schwere Waffen. Das heißt, das lohnt sich nicht, die zu holen. Okay, also Waffenhändler. Was bist du für ein Händler? Okay, so ein Händler bist du also. Augen eines Mörders. Dieses Handbuch gibt ein paar Tipps, wie man furchterregend auf andere Leute wirkt. Man verübt sehr böse Taten, lässt sich bestimmte Tätowierungen stechen und erlernt ein richtig garstiges Lachen. All das gilt als Garantie. Dann kaufen wir uns das Buch. Warum? Ich weiß nicht. Was hat es denn für einen Sinn, wenn wir uns dieses Buch kaufen? Vielleicht hat es ja wirklich einen Sinn, dass wir halt eine neue Dings lernen, eine neue Fähigkeit. Aber will ich jetzt erstmal nicht machen. Ich kaufe mit Absicht nur nichts, weil wir das Geld einfach noch brauchen. Das werdet ihr früher oder später sehen. No, brauche ich nicht. So, wer bist du denn? Ich hörte, ihr möchtet eventuell einen Lagerpass kaufen. Lagerpass. Ich kann euch einen beschaffen, kostet aber 1000 Gold. Okay. Gibt's da vielleicht noch irgendwie einen anderen Weg ranzukommen? Ich will erstmal noch nicht bezahlen. Wenn ihr ihn wollt, ich bin hier. 1000 Gold ist schon echt eine Menge. Hier ist so ein Spieletypi, der interessiert uns jetzt erstmal nicht. 1000 Gold ist schon echt verdammt viel. Das ist schon viel, Leute.
Ist hier irgendwas zum Angeln? Braucht ihr jemanden als Rückendeckung? Nö. Ich glaube, hier kann man nicht angeln. Oh. Immer wieder schönes Schwert wegpacken, ne? Nicht, dass die Banditen uns dann irgendwann angreifen. Ah, noch mehr Gold, das ist nicht schlecht. Können wir uns vielleicht hier wirklich schon was kaufen? Nee, brauchen wir nicht. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Nö, ich glaube, wir brauchen den Lagerpass, wir müssen uns den kaufen. Leider. 1000 Gold, ey, so teuer. Ah. Ein Räuberausweis läuft hier gar nicht. Ein Kerl in der Taverne hat so ein Ding. Der wohnt praktisch dort. Okay. Hier wird uns auch darauf hingewiesen, dass da jemand ist, der uns den eventuell geben kann. Das heißt, wir müssen den haben. Jo. Ausgezeichnete Wahl, mein Freund. Ausgezeichnete Wahl. Du Abzocker, du, über den Lagerpass. Können wir dir kaputt machen? Ich hoffe nicht, dass der Typ uns dann angreift. Nee, tut er nicht. Wir könnten ihn jetzt vielleicht töten und somit nochmal unser Geld bekommen. Ich glaube aber nicht, dass das vielleicht funktioniert. Kann auch schnell nach hinten losgehen. Ich überlege gerade echt, ob ich mir noch die Rüstung kaufen soll. Aber das machen wir, glaube ich, erstmal nicht. Nee, das machen wir erstmal nicht. So, ich hab einen Pass. Jo. Auf hier. So, wir sind jetzt in der Elite. Also im Elite-Lager, ja. Mal gucken, was die Zeit sagt. Oh. Die Zeit sagt, du nimmst ultra lange schon wieder auf. Fuck, Alter. Eigentlich wollte ich das Part, den Part gar nicht so lang machen. Dann beenden wir hier den Part erstmal und es geht dann im nächsten Part weiter in diesem wunderschönen Elite-Lager. Wir sehen uns dann. Ciao.